I had wings like Noah's dove. Die schönsten Momente auf einer solchen Reise ist der kurze Zeitraum zwischen Ankommen in einem Land und Übermittlung der Aufgabe. Oh, fare thee well, my honey, fare. Momente, in denen man nur bei sich ist. Durchatmen, im Land ankommen. Ganz allein, ganz privat. Doch diese Momente sind nie von Dauer. Man weiß nicht, was Yoko sich ausgedacht hat. Man weiß nur, es wird passieren. Es kommt immer ungelegen. Da sitzt ein Chineser auf meinem Bett und raucht. Downstairs gave me the card for this room. She gave it to me. 你们德国说，音乐是我们中国的朋友。 Er saß da einfach. Wir konnten uns überhaupt nicht verstehen. Und dennoch, manchmal kriegt man ja trotzdem so einen gewissen Eindruck mit und irgendwie wirkte er auf mich melancholisch. Lieber Klaas, wenn du diese Zeilen liest, hast du Mr. Leo vermutlich schon kennengelernt. Mr. Leo hat Heimweh und du musst es beenden. Dein Auftrag für China lautet, bring Mr. Leo in sein Heimatdorf. Kleide dich dabei so wie ein echter Gondoliere nach venezianischem Vorbild und wann immer ihr einen Fluss überquert, singst du so wie es sich gehört im Stehen O Sole Mio. Keine Sorge, kurz vor dem Ziel wirst du verstehen, warum. Die Aufgabe gilt als bestanden, wenn Mr. Leo sicher zu Hause angekommen ist. Schönen Roadtrip, mein Lieber. Mr. Leo wollte gerne nach Hause, hat aber keine Möglichkeit. Geraucht wird hier nicht, ne? Meine Aufgabe war es, Mr. Leo in sein Dorf zu bringen. Zieht der Dichter auch noch mit rein, ne? Und bei jedem Fluss, den wir überqueren sollten, war die Aufgabe zu singen. Ja, dann haben wir einen interessanten Tag vor uns morgen, ne? Und das Lied war O Sole Mio. Ich gehe mal aufs Klo, wenn es nicht stört, ne? Wir Deutschen. Am nächsten Morgen zieht er dann erstmal so eine Tüte aus seinem Koffer, die er offensichtlich geschickt bekommen hat. Was war da drin? Mein Kostüm. Morgen. Morgen. Na, wie sieht's aus? Ja, sieht sehr gut aus. Ein Gondoliere-Outfit in China. Über die Sinnhaftigkeit dieser Aufgabe mache ich mir keine Gedanken mehr. Auf einmal gucke ich so, neben mich ist so Mr. Liu weg. Dann sehe ich, ah, da ist er ja. Oh ne. Sitzt bereits Abfahrt, fertig, in einem Tuk-Tuk und grinst mich an. Damit sollen wir fahren? Sieht so aus, ja. Die zweite Überraschung folgte dann. Ich verstehe eh nicht, was das Ganze da soll. Ne? Ja. Mr. Leo war nicht nur ein netter, älterer, etwas melancholischer Herr, sondern vor allem eins. Was macht er denn jetzt? Der größte Knallaugus der Erde. Mr. Leo hat ein Feuerzeug, Knaller, und er macht davon Gebrauch. Und zwar den ganzen Tag. Oh. Mann, ey. Wir fuhren dann los und er machte erstmal und freute sich. Ja. Und vor lauter Freude hat er dann erstmal 50 Knaller angezündet. Ja, dann fuhren wir da also durch die Straßen. Mr. Liu hat mich eigentlich die ganze Zeit angeschaut und angegrinst. Durchgehend. Und hat dann nicht lange gedauert, dann kam auch der erste Fluss. Klaas, da vorne ist eine Brücke. Ja, und? Ja, musst du singen. Das ist nicht dein Ernst, oder? Ja, doch. Aber ganz ehrlich, ihr nervt mich alle, ne? Mama, tu sole, tu bellone, o sole mio. Ich singe O Sole Mio, währenddessen die schöne Landschaft, alles auf einem Tuk-Tuk, verkleidet als Gondoliere. Die Knaller links und rechts säumen unseren Weg. Also es ist halt so bizarr und absurd, die Situation. Ich fand's lustig. Wir haben uns dann auch besser und besser verstanden, Mr. Leo und ich. Wir waren uns sympathisch. Ich bin auf dem Klo. Geh mal einmal eine...
Thomas, sag dir mal, der soll mal wenigstens weggehen, wenn ich auf dem Klo bin. Oh. Hör mal auf zu knallen jetzt. Nur eine Sekunde, bitte. Old man, look at my life. 24 is so much more. Ich hab mir die ganze Zeit schon überlegt, Moment mal, ne? Was ist hier los? Oh Gott, singen und da rumfahren, das kann's ja nicht gewesen sein. Was machst du denn? Such Netz. Warum? Weil ich Joko anrufen will, weil ich verstehe die Aufgabe nicht. Joko? Herr Häufer Umlauf, wie komme ich zu der Ehre? Erklär mir mal bitte die Aufgabe, ich verstehe das nicht. Was verstehst du denn noch nicht? Du musst den nach Hause bringen. So, Punkt. Ja, aber was ist denn daran die Aufgabe? Der, hör doch mal auf jetzt mit den Böllern. Sag dir doch mal, der soll mit den Böllern aufhören. Das nervt ja wahnsinnig im Hintergrund. Oh Mann, Alter. Der letzte Fluss, das ist der beeindruckendste Fluss, den du jemals in deinem Leben überqueren wirst. Und da möchte ich, dass du dir ganz besonders viel Mühe mit diesem wunderschönen Lied gibst. Ja, gut, ja, okay. Ja, tschüss. Der ist knallbesoffen. 200 Kilo Böller habe ich dem schicken lassen, damit er klar schon fertig macht, bevor die ganze Aufgabe überhaupt anfängt. Er ist in Las Vegas und voll wie ein Römer, ne? Irgendwann war dann der Weg vorbei. Man konnte mit dem Tuk-Tuk also nicht mehr weiter. Aber wir kamen dem Ziel näher. Das ist ein Haus. Und da offenbarte sich mir die eigentliche Gemeinheit. Was ist das denn? Die in diesem Bring Mr. Leo nach Hause steckte. Nee, oder? Das Einzige, was ich sehen konnte, war eine selbstgebaute Gondel. Damit fahren? Dahin? Ja, okay. Und da unten ist ein Fluss. Und ein Seil, was von einem Berg zum anderen gespannt war, über diese 400 Meter schluckt. Das ist der letzte Fluss. Und auf der anderen Seite, und das wurde mir klar, lag das Dorf von Mr. Leo und mein Ziel. Aber wie soll denn da jetzt rüber? Naja, wenn der auf der anderen Seite wohnt, dann müssen wir da wohl rüber, ne? Das Ding war rostig, eigentlich jedes einzelne Bestandteil. Hing an irgendwelchen Drähten da. Drinnen nur so Holzbohlen, so reingelegt. Ich trau mich hier schon kaum reinzugehen. Dann habe ich Joko angerufen, um ihn also mal klar zu machen, was das eigentlich für eine Aufgabe ist, dass es wirklich gefährlich ist. Da hat Joko dann noch einen draufgesetzt. Was? Er hat gesagt, ein Gondoliere, der ist ja höher als die Leute, die er transportiert. Er sagt, dass wenn wir auf der Mitte sind, also der Fluss sich unter uns befindet, sollen wir kurz anhalten. Ich soll oben drauf klettern wie ein richtiger Gondoliere und O Sole Mio singen. Das heißt, ich musste mich auf die Gondel draufstellen. Das ist kein Mensch. Das ist kein Mensch, Joko. Oh. Der Einzige, der davon irgendwie nicht zu beeindrucken war, war Mr. Leo. Da war alles in Ordnung, der hatte sein Ziel vor Augen und das letzte bisschen fand er jetzt auch nicht so schlimm. Ging mir anders. Gott, oh Gott, ey, das wackelt hier schon so sehr, ey. So. Da gibt's also so Gitter, die man normalerweise zumacht und ich muss außen stehen. Außerhalb der Gondel. Das ist die Klappe, auf der ich draufstehe, ne? Ja. Die Seide, ne, dass die so dick sind, das ist eigentlich egal, wenn das hier dünn ist. Und dann wird dir erst in den ersten Metern mal so richtig klar, was das eigentlich heißt, wenn es erstmal sich knarrend in Bewegung setzt. Und dann gibt es diesen einen Moment, wo es das erste Mal tatsächlich über den Abhang hinausgeht. Da sieht man auf einmal innerhalb von einer Sekunde, wie tief das wirklich ist. Hängt halt in dieser Gondel an einem Witz von Drahtseil. Wenn man da draufsteht und sich mit aller Kraft festklammert, dass man da nicht runterfällt, dann heftig. Man kannst du jetzt wenigstens mal aufhören zu knallen? Was denn jetzt? Was denn jetzt? Was denn jetzt? Was denn jetzt? Ja. Alter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Gondel hielt an der Mitte, genau über der Schlucht an. Ich weiß, was jetzt ist. Was ist jetzt? Ich muss nach oben. Wo, was? Nach oben. Ja, dann kam natürlich der furchtbare Höhepunkt. Joko hat es angekündigt. Ich muss da oben drauf, auf die Gondel.
Mich oben am Seil festhalten an der Aufhängung und O Sole Mio singen. Und dann war es soweit. So an diesem Ding festgeklammert wie noch nie an irgendwas in meinem Leben. Es ist einfach das Todesangst. Richtige Todesangst, die ich auch in meinem Leben nicht brauche. O Sole mio, intendete, che bello oli, o sole mio. Und ich habe natürlich auch Angst gehabt, dass man dann einfach so einen halben Meter runterrutscht und sich damit gar nichts mehr festhalten kann und dann einfach da rausfällt. Ich habe mit Ach und Krach da irgendwie diese drei Zeilen italienisch O Sole Mio darunter gesungen und dann muss ich aber auch aufhören. Reicht das? Ja, komm, ganz vorsichtig, vorsichtig, die wackelt hier alles, das wackelt hier alles. Ja, ja. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ja. Ja, meine Freude darüber, dass ich das jetzt hier geschafft hatte, die hielt sich noch ein bisschen in Grenzen, weil so richtig auf sicherem Boden war ich ja noch lang nicht. Ich war ja einfach nur wieder auf diesen Holzplanken in dieser scheiß Gondel. So, Mr. Leo. Gut? Reicht, ja? Schön gesungen? Gut. Und jetzt? Jetzt bringe ich Sie nach Hause, Mr. Leo. Dann ankam, war klar, hiermit ist China geschafft. Mr. Liu hat gefeiert, ja, war endlich zu Hause. Wir haben uns in den Arm genommen, uns nochmal gedrückt, uns gegenseitig unseren tiefen Respekt ausgesprochen, ohne Worte. Und dann ist Liu von dann gezogen. Tschüss, Mr. Liu! Tschüss! Wahrscheinlich sehen wir uns nie wieder. Und ich war mit mir und meinem Glücksgefühl ganz allein.